Crazy Junkie Games hier. Nun geht es endlich weiter mit Simpsons Hit and Run. Und ich möchte euch einmal kurz und knackig erklären, woran es lag, dass so lange nichts von Simpsons kam. Es lag daran, ich hatte weiter aufgenommen, hatte ein paar Folgen schon weiter. Ich war beim vierten Kapitel, meine ich, schon. Und ja, dann ist das Spiel auf einmal abgestürzt und mein Save Game war beschädigt. Also hatte ich nicht jetzt da zu dem Zeitpunkt nicht wirklich Lust, alles nochmal wiederzumachen. Somit hatte ich die Aufnahmen. Und dann kam noch das Problem dazu, ich hatte Probleme mit meinem PC. Ich musste diese Folgen löschen. Also musste ich jetzt alles nochmal machen. Aber mich stört es jetzt nicht mehr, also es kann jetzt weitergehen. So, dann wollen wir auch mal gucken hier. Wie kann ich schlafen, wenn Kameras mich beobachten? Oh, dann sehen mich vielleicht sexy Girls im Internet. Diese dämlichen Kameras gehören alle zerstört. Euch drehe ich einfach den Saft ab. Ja, genau. Blinder Big Brother, zerstör alle Energiekopplungen, ehe die Zeit abgelaufen ist. Ja, dann wollen wir super. Das auch mal machen. Oh. Bam, bam, bam. Dumm wie ein Fuchs. Wofür ist das denn? So. Ich würde das später schon sauber machen. Hier ist einer. Wenn du so schlau bist, warum konnte ich dich dann kaputt machen? Kommst du runter, kommst du runter. Oh. Ach, die mag sowieso keiner. Einer nach dem anderen. Ihr werdet alle sterben. Der scheiß Energiekopplung. Oh. Dumm wie ein Fuchs. Juhu! Ich liebe Leon. Es sinnlos knapp. So, jetzt haben wir schon mal 6 von 9. Ja, das schon sauber machen. Ist nicht so richtig schwer, sag ich mal. Juhu! Juhu! Ach, hier oben ist auch ein. Ich kann mein Bild jetzt nicht drehen. Das ist überhaupt nicht dran. Boah, das ist so ekelhaft. Achso, das ist für die Karte. Scheiße. Okay, gut, die ist mir jetzt eigentlich erstmal egal, weil ich... Wow, ja, ich war die auch später unten Schläfchen. Nicht nur da. Also, von daher bewege ich meinen Arsch wieder nach da hinten. Ich muss nämlich wieder rüber und da sind dann die anderen. Da, so, rüber mit dir. Meine liebe Kamera. So, wenn du so schlau bist, warum konnte ich dich dann kaputt machen? Da. Und das ist der letzte. Da ist der letzte. Stier! Ja. Mach an deinem Arbeitsplatz ein Schläfchen. Das kann ich auch mal gerade mitnehmen. So. Hallo. Sesam, öffne dich. Und wir endlich gehen jetzt ein Nickerchen. Endlich kann ich mal schlafen. Ihr dummen Drohnen, kehrt zu eurer hässlichen Familie zurück. Nein. Wir sind die Nummer 1. Wir sind die Nummer 1. Danke, Homer. Ich weiß. Fahr zum Haus der Simpsons. Ja. Immer wieder gern. Fahren wir dahin. So, sind wir unterwegs zu dem Haus der Simpsons und können hier nochmal die Landschaft und sowas sozusagen begutachten. Don't eat beef, eat deer. Das macht natürlich so einen Unterschied, anstatt wir Beef essen, also Schweinefleisch, oder dann doch Hirsch essen. Das macht auch so einen Unterschied, das ist beides Fleisch. Ja, Simpsons. Evergreen Terrace. Voraus. Bam! Ich ran den Schulbus. Au! Oh, mein Arsch! Drei Schulkinder. Wir haben Ferien. Gehen das Haus der Simpsons. Okay, ich hab meinen Auftrag vergessen. Guten Tag. Setz dich aufs Sofa. Schwer. Der berühmte bärtige Zeichentrickschöpfer in einem peruanischen Gefängnis eingekerkert bleibt. Zu weiteren Nachrichten.
Unsere Bürger sind außer sich wegen der Entdeckung von Überwachungskameras überall in der Stadt. Wir schalten nun ins Rathaus, wo Bürgermeister Quimby Fragen einer wütenden Menge beantwortet. Diese Minikameras sind eine Unverschämtheit. In den Ankleidezimmern unserer Frauen spionieren, in den Badezimmern und Kleiderschränken. Ach, das stört dich doch gar nicht, Quimby. Ich glaube, ich spreche für alle Bewohner von Springfield, wenn ich sage, wo bleiben diese sexy Aufnahmen? Zu anderen unerklärlichen Nachrichten. Merkwürdige schwarze Vans sind überall in der Stadt aufgetaucht. Matsch, der schwarze Van spioniert uns nach. Oh, Homie, du bist so sexy, wenn du paranoid bist. Die nachfolgenden Szenen sind für Kinder unter 18 Jahren nicht geeignet. Blumen von Irene, untersuch den schwarzen Van und folg ihm. Lass ihn nicht entkommen. Versuchen wir es also mal. Also ich soll ihn nicht zerstören. Gut. Untersuch den schwarzen Van. Folgt dem schwarzen Van. Okay, dann fahren wir mal hinterher. Die Musik ist so geil. Ich bin Exzellente! Starsky & Hutch. Auf ProSieben. 20:15 Uhr. Yeah. Der brettert hier erstmal alle um hier. Der schwarze Van hier. Für die Killer. Google Street View, daran erinnern wir die mich. Die machen wahrscheinlich überall Fotos auch von, ja, die Videokameras. Die Verschwörung von Google. Google Street View. Ich wusste schon immer, dass ihr uns ausspioniert, ihr... Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was Scheiße. Kannst du nicht sehen, dass ich hier fahren will? Au, schlau. Mein Kopf. Ja, computergesteuerte NPCs, einfach nur klasse. Hä? Machst du von mir auch ein Foto? Google Street View, ich werde die schon noch kriegen. So, ja. Ich kann jetzt mal eine Runde warten, bis er hier dann mal fertig ist. Und weiter geht's. Plutonium. Wo wollen die noch hinfahren? Was haben sie vor? Seaside New York. Oder Miami, was auch immer. Seaside Berlin. Oh, Mr. Burns steckt dahinter. Bösartig nachspionieren passt zu ihm. Dieses verknitterte alte Affenskelett. Die Beleidigung passt. Ich bin der König der Welt! Affenskelett, ja, so. Was jetzt? Fahr zum Supermarkt. Okay. Wollen nämlich noch den Schlüssel hier mit, den ich eigentlich gar nicht brauche, weil er wahrscheinlich kaum kaputt ist. Aber egal. Hab ich sogar noch einen. Der Supermarkt ist hier links, meine ich. Ja. Ja, Marge ist nicht da. Sprich mit Marge. Hi. Mr. Burns spioniert allen nach. Wir müssen ihn verfolgen. Jetzt nicht, Homer. Ein neues gewalttätiges Videospiel ist auf dem Markt. Und das müssen wir loswerden, bevor es Kinder schlecht beeinflusst. Mit seinem Blupsern und Piepsern. Aber das klingt doch herrlich. Und genau deshalb sollten wir es vernichten. Wie du meinst. Der Call of Duty Sturm. Ramm den Lieferwagen und sammel die Call of Duty Spieler ein, ehe die Zeit abgelaufen ist. Marge Simpson steht also zu ihren Diensten. Die Sahne. Wird alles echt Sahne. Perfekt zu Deutschland passen, dass die Spiele verbrennen wollen. Okay, und so, weil Marge, das genau so nach brutal Plan ist. Vorgehen. So. Oh, das hatte ich gerade geputzt. Jo. Hey. Ja. Ich verstehe gar nicht, wieso seit neuestem immer die Frames so ein bisschen runtergehen. Vorher waren die immer okay. Gib mir die Call of Duty Spiele. Ich möchte sie bei eBay verkaufen. Und nicht verbrennen oder zerstören. Es sieht schwieriger aus, als es ist. Ich sollte mich nicht darüber freuen. So.
Komm, gib Gas. Wir waren vom Arsch schon viel besser. Das ist recht gut geworden. Na, komm. Den Picasso-Leuten wird das gar nicht gefallen. Ja. Komm, gib mir die letzte Kiste. Stell dich nicht so an. Gib mir die Kiste, du Sack. Los. Dankeschön. Fahrt zum Haus der Simpsons. Da wartet Bart wahrscheinlich auf die neuen Spiele. Call of Duty Modern Warfare 3. Ja. Wenn wenigstens die Kinder mehr Videospiele spielen würden, bei denen es ums Teilen geht. Marge, du weißt doch, dass ich verrückte Vorhaben verabscheue. Wenn du mich jetzt bitte entschuldigst, ich muss meinem Boss nachspionieren. Das ist überhaupt nicht verrückt, weißt du, Homer. Alle sind Luschen, außer mir. So. Fahrt zum Atomkraftwerk. Wo ist mein Wagen? Warte, ich hole mir einfach. So, Familie. Kannst du mich ein Stück mitnehmen? Ich kraul dir auch den Rücken. Okay, dann krauen wir erstmal in den Rücken. So. So, Krauli, Krauli, Krauli. So, wollen wir mal losfahren? Ich bin ein zum Atomkraftwerk. Tempolöbel. Mr. Burns ausspielen hier. Und mal sehen, was Mr. Burns vorhat. Oder was er damit zu tun hat. Das ist die Frage. Hä? Privat. Power Plant. Ja. Aus dem Weg! Guck auf die Straße, Idiot! Ich komm gleich wieder zurück. Schrotflint, weil er es hier nimmt. Ich weiß nicht. Wie unfreundlich die Leute sind. Ich dachte, sie noch niemals überfahren. Okay, immer noch besser als GTA. Da sieht dich nur mal eine falsche Gang und schon wirst du angeschossen. Hi, Karl. Karl! Hey, Homer, sieht aus, als wäre das wieder eins deiner typischen Abenteuer. Gefahr! Mr. Burns! Mini-Kameras! Schwarze Vans! Ein Glück, dass ich betrunken bin. Dämliche Trunkenbolde! Oh nein! Der wird Mr. Burns warnen! Nicht zu fassen, dass ich am selben Tag gegen denselben Typen nochmal antreten muss! The Fat and the Furious. Sei schnell als Mr. Smithers beim Anwesen von Mr.